Hallo und herzlich willkommen zu Folge 92 inmitten des dunklen Orkgebietes. Ja, ich habe mich doof angestellt, das gebe ich zu. In den letzten Folgen über denn mit dem Geschwindigkeitstrank wäre das alles wesentlich einfacher geworden. Ich habe ja schon mehr oder weniger gesagt, was wir heute machen. Wir gehen mal. Fallen erstmal die Klippe runter, die kleine. Wir düsen jetzt erstmal hierher, ja. Zum nächsten Bett. Nein, ich wollte irgendwas kaufen, oder wollte ich nicht irgendwas kaufen? Ich überlege jetzt gerade nochmal. Wollte ich nicht irgendwas kaufen noch? Das ist erstmal egal, hier die beiden sitzen hier vorm Feuer und genießen den Abend, kommt ein Fremder einfach rein, legt sich mit denen ins Bett. So. Genau, ich wollte auf jeden Fall, dass es wieder hell ist. Geschwindigkeitstränke haben wir noch, denn das ist echt eine gute und sinnvolle Art und Weise, die zu benutzen, nämlich im Kampf gegen Orks, wo man die Flinkheit eigentlich wirklich benötigt, beziehungsweise wenn man Feuerregen, Unwetter oder ähnliches benutzt, damit sich der Schaden schneller verteilt auf die Fläche. Das hatte ich wirklich, wie gesagt, gar nicht präsent. Ja, aber wie gesagt, wie dem auch sei, das machen wir jetzt mehr oder weniger so in der Art. Ich wollte nicht auch irgendwas anderes holen, ich weiß es gar nicht mehr. Oder vielleicht irgendwas erlernen noch. Irgendwas war doch egal, komm. Wenn irgendwas fehlt, werden wir es spüren. So. Dann eiern wir wieder mal ins Orkgebiet. Wie gesagt, der Punkt ist, ich glaube, das ist generell neblig da oben. Das war ja auch die Gegend bei dem schwarzen Troll. Also nicht dieselbe, aber die ist nicht weit entfernt. Die ist nämlich weiter den Berg hinauf, würde ich jetzt mal schätzen. Dass das genau die Gegend ist. Hua! Und genau da wollen wir jetzt mehr oder weniger hin, damit sich der Kreis schließt. Und die Frage ist halt, wo führt uns noch der Teleport hin? Ja, wir laufen ja quasi den direkten Weg. Sprich ins Orkgebiet rein. Aber es gibt ja auch noch so einen hier, ne? Den klassischen statischen Teleporter. Der da steht und vor sich hin funkelt. Und uns irgendwo hin befördert. Den könnte man natürlich auch nochmal benutzen. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal den direkten Weg. Eilen jetzt hier wieder entlang. Am Jägerlager vorbei. Genau, ich wollte gucken, ob da irgendwas noch zu kaufen gibt. Aber ich glaube, die haben gar nichts, ne? Der Händler von denen ist ja genau da, wo wir jetzt vorbeigelaufen sind. Aber der hat ja auch nur Jägerwaren im Angebot. Der hat ja gar nichts, was uns wirklich was bringen könnte. Zumindest erinnere ich mich dran. Ich glaube, einen Händler haben die da oben sogar. Ja, da kommt wieder das Wolfsgeräusch, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben aber nichts, was uns irgendwie was bringt. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich bezweifle es. So. Den Eingang hier kennen wir mal. Oder kennen wir, ne? Da war mal ein großer Troll und eine große Angst. Alles gefüllt von Orkmassen. Aber dem ist nun nicht mehr so. Denn alles, was wir hier vorfinden, ist ein leeres Lager. Ein leeres Grenzlager, denn hier beginnt ja erst das Orkgebiet. Und hier haben wir in der letzten Folge massig Orks umbringen dürfen. Ja. Also jetzt Standbild oder was? Gefällt mir gar nicht. Was soll der Scheiß? Habe ich nicht bezahlt? So, egal. Also weiter geht's. Okay. Und nun wieder, was ist denn das? Seltsam. Wie dem auch sei, wir laufen den Berg weiter hoch. Und wie man sehen kann, bei Nacht war das gar nicht so erkennbar. Bei Tag. Was ist das für ein riesiger Berg, ist den wir gerade hochlaufen? Kann man da rechts an der Seite auch noch hoch? Na gut, also auf jeden Fall nicht aus unserer jetzigen Position heraus, da guckt man da ganz sicher nicht hoch.
Und jetzt wird es hier wieder neblig. Wie gesagt, das gilt fürs ganze Gebiet. Und vor allem, wenn wir rennen, können wir auch vor Orks wegrennen, notfalls. Also es war wirklich, es wäre eine gute Idee gewesen, diese Tränke schon früher zu benutzen. Ich frage mich, warum das macht doch gar keinen Sinn. Warum ist es denn hier oben neblig und da unten nicht? Ich meine, Nebelschwaden können ja auftauchen oder so, Nebelbänke, ja, aber die sind doch meistens dann eher unten und wenn nicht, dann sieht man die doch von unten, wenn sie über einem sind. Oder wie sieht's aus? Okay, aber egal. Wir schauen uns hier mal um. Hallo? Jetzt klappern wir das Gebiet mal ab. Hinten drei Freunde. Au. Schade, dass man rückwärts nicht schneller ist. Das fehlt mir eigentlich noch, dass man in Gothic rückwärts schnell rennt. Oder in den Echsenmenschen. Gut, dass die nicht so aggressiv zu sein scheinen. Positionswechsel. Was willst denn du? Wolltest du uns einkesseln, Depp, oder was? Ich glaube, bei dir hängt's. Ach ja. Ein paar Tränke wären nicht schlecht. Ah, egal, danke. So, da hinten haben wir, wie gesagt, auch Echsenmenschen an der Ruine da hinten. Nichts zu holen. Was liegt da? Irgend so ein Stein. Erstmal hier die Gegend abklären. Ausspähen. Und da hinten ist dann. Ah, okay, da hinten geht's dann rüber. Da ist eine Brücke, okay. Ach du heilige Schande. Okay, zwei. Also wir können offiziell sagen, Orks sind nun Teil unserer Speisekarte, ja, sind keine Probleme mehr für uns. Also zumindest nicht die normalen. Die Ork-Eliten machen noch Verdauungsprobleme. Und die Echsenmenschen als Sonderform, die aber nichts mit der Ork-Rasse an sich zu tun haben, kann ich noch nicht einordnen. Hier wird es aber wieder heller. Was gar nicht mal so doof ist. Da hinten haben wir wieder Ruinen und da sind diese Echsenmenschen. Okay. Wir können es ja mal probieren. Der Echsenmensch. Als Sonderform. Der Gegner. Ist saumäßig schwach. Da ist nichts zu holen. Und mit einem Crit aus dem Weg geschafft. Und die bevölkern hier die Ruine oder was? Ich meine, wie ihr seht, können sie das von mir aus. Das interessiert mich eigentlich ein Scheißdreck. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Nichts zu Nichts zu plündern. holen. Da ist Nichts nichts zu zu holen. holen. Ich sehe selbst, dass da nichts zu holen gibt, Mann. Jetzt hat aber die Gosch. So. Herr Chef, du hast doch hergeguckt. War doch richtig, ich bin doch da. Kannst du direkt deinen Freund holen. Oh, dass aber kein Schaden war, stimmt nicht. Da Also, ist nichts zu holen. das darf man da nicht außer Acht lassen. Dass es dennoch nicht zu unterschätzen ist. Da ist nichts Also zu wenn da holen. drei, vier auf einmal auf uns zugerannt kommen und die uns ein paar mitgeben, dann kriegen wir schon gut aufs Fressbrett. So ist nicht. Eine Rüstung aus Crawlerplatten. Haben wir zwar schon an, aber von mir aus.
Ach, guck mal, ziehen wir hier oben, seht ihr das? Da unten ist quasi das Anfangsgebiet. Hallo und tschüss. Nichts zu plündern. Wo habe ich eigentlich Angst? Ich kann reinrennen, töten und wegrennen. Oder auch nicht, weil ich einfach nach und nach keinen Crit treffe. Jemand hat auch gemeint, Einheit mal auf Da 60 ist bringen, nichts das zu wäre holen. auch alles andere als schlecht. Damit wir endlich mal Meister im Einhand haben. Das ist, glaube ich, ab 60, ne? War das ab 60? Übrigens haben wir hier wieder Wald. Da führt kein Weg runter, oder? Ich dachte schon. So, erstmal zur Entspannung ein paar Pilze aufsammeln. Das muss auch mal sein. Das stimuliert den Geist etwas. Also nicht den Verzehr, den bestimmt auch. Ich meine jetzt aber erstmal das Sammeln. Wir können ja schauen. Wo ist denn? Bin ich blöd? Da, hier, 387 Stück. Übrigens, die könnte ich auch eigentlich mal alle fressen. Also, nicht in der Aufnahme jetzt, das wäre irgendwie dämlich. Ich mache das jetzt nur ein bisschen und überbrücke mit dem Gelaber quasi den Vorgang, ne, damit uns das Leben wieder ein bisschen voll füllt. Aber mit Dunkelpilze kriegt man ja immer, glaube ich, 50 Stück Frist plus 5 Mana. Zumindest war das bei der Odyssee mal so. Aber ich glaube, das ist auch das generell, das ist wie mit den Äpfeln, glaube ich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das könnte sein. Ich fresse jetzt aber keine 50, um das rauszufinden. Denn 20 dauern schon lang genug, so. Aber damit könnten wir ein bisschen unseren Mana-Haushalt vergrößern, ohne Lernpunkte investieren zu müssen. Wir brauchen das ja sowieso nur für Spruchrollen. Das ist zwar kostspielig, aber das geht auch. Außerdem weiß ich gar nicht, wie es ist, wenn wir hier Magier werden wollen. Ich Nichts meine, zu Runen wird holen. es wahrscheinlich geben. Nicht so wie in der Odyssee-Mod. Wobei es auch sein kann, dass die Runenmagie hier zerstört wurde. Aber gut, vielleicht kriegen wir es auch nur nicht mit, weil wir so ein. Ja. Hier nie sind, sowieso noch Gildenloses und keine Ahnung vom Geschehen hat. Da vorne sind nun ein paar. Da ist auch der Entdeckungsradius kleiner, muss man ganz klar dazu sagen. Ach so. Ne, wurde es schon knapper, das war mir beinahe schon wieder klar. Nichts zu holen. Gerade weil uns das Glück natürlich in diesem Moment Da ist genau nichts zu dann holen. verlassen musste. Da ist Nichts nichts zu zu plündern. holen. Und das machen wir natürlich mit Dunkelpilzen. Nein, natürlich nicht. Gut, das wäre jetzt ein bisschen. Nutzen wir halt mal wieder so einen reinen Lebensenergietrank. Ich habe es ja auch genau hierfür gekauft, also sollte ich mich auch mal nicht beschweren. So, dann hätten wir schon mal diese kleine Echsen-Menschen-Siedlung abgeschlossen. Was kriegen wir hier? Nochmal eine Rüstung? Eine Crawler-Platten-Rüstung oder wie sieht's aus? Ne, ein bisschen Geld, okay. Darum können wir uns dann wahrscheinlich einen Scheißdreck in ne, von Kosten abdecken, aber 300 Gold sind besser als gar kein Gold. So, die Frage ist, wo geht's jetzt dahin? Führt es in den Wald da runter? Oh, da sind drei Orks. Okay. Also, Echsenmenschensiedlung abgeschlossen. Da hinten ist noch die Brücke. Hier oben wird es wieder ein bisschen düsterer. So habe ich es doch gern. Ich liebe es, wenig überblicken zu können. Weiter hoch geht es natürlich auch noch. Ansonsten hätten wir diese Ebene hier. Da würde ich sogar sagen, wir gehen erstmal über die Brücke. Na, oben unten, das ist so ein bisschen unüberschaubar. Keine Ahnung, wo das uns hinführt. Also ich weiß auch nicht, wo es darüber geht. Ich kann mir nur denken, dass das eben der andere Abschnitt ist. Also sprich, das, was wir von unten rechts gesehen haben, als wir hochgelaufen sind. Wo ich gesagt habe, von hier aus kommen wir nicht hoch. Das wird diese Stelle sein. Was uns da erwartet, weiß ich nicht. Eine Armee von Trollen, keine Ahnung, kann ja alles sein.
ist aber eine schöne Konstruktion, da kann man gar nicht sagen. Ist ja schön gebaut. Auch stilvoll, ja. Da kann man nicht meckern. Und es sind Echsenmenschen. Und Orks. Egal, ich präpariere den dünnen Gang. Ich sehe nichts. Ich schlag hin und her und der eine Ork ist runtergefallen. Ne, der lebt doch noch, ich höre ihn doch. Der dreht doch gerade voll am Rad. Hukachaka, Hukachaka, der rastet doch gerade vollkommen aus. Ach, der hängt dann da unten noch rum. So, erstmal der. Und der stört. Press jetzt. Tschüss. Da haben wir wieder drei Orks. Und eine Echsenmenschensiedlung. Oh, fuck. Und jetzt meine ich den Schaden. Hab ich ganz schön unterschätzt. Jetzt habe ich hier gerade eben voll eine verpasst. Kann man gar nicht sagen. Der Schaden von denen ist nicht gering. Irgendwas futtern gerade oder Schinken leer oder was? Einen guten Schinken. Das war eine Teile. So. Aber die trifft man oft einzeln an, das finde ich ganz gut. Da ist nichts zu holen. Vor allem da wir mit einer Chance von 50% den auch recht in Gar ausmachen können. Den hat es schon zweiter und ein dritter gemerkt. Aber solange der sich in seiner eigenen Heimat verläuft, soll mir das recht sein. Jetzt verlässt uns das Glück wieder etwas. Okay, jetzt hat es wieder eingefangen. Das gute Glück. Und der da hinten kommt eh nicht her. Der kriegt es nicht geschissen. Ah, jetzt hat er es geschafft. Macht direkt einen Abgang. Zack. So, das sind wir ja wieder ein Level up. Dann haben wir denn das nächste? 11.000 EP. Oh ja, das lässt sich machen. Das sind 50 Echsenmenschen. Das sind 40 Orks. Dann geht der Spaß in die nächste Runde. So. Aber das scheint auch überschaubar. Okay, doch nicht, das ist eine Höhle. Oh, das ist ein schwarzer Troll. Okay, ein schwarzer Troll. Jetzt müssen wir umdisponieren. Wir könnten den aber auch irgendwie hier reinlocken und den dann möglicherweise irgendwie vielleicht umlegen. Oh. Oh. Kugelblitz, Feuerball, Feuerpfeil, cool. Ein Scheißtrick müssen wir. Wir müssen nicht einkaufen, wir müssen einfach nur looten. Das ist die Bestimmung. Das ist dein Rollenspiel. Kaum ist für weicher, ja, was ist hier drin? Ja, so sieht's aus. Mana-Trinke, die ich nicht brauche, aber egal. Das sind übrigens schöne Ruinen. Da kann man runterfallen. Und da war noch eine. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwo noch eine war. Sogar noch zwei. Drei? Man kriegt hier gar nichts mit. Wenn man euch die Bude einrennt. Ihr seid vielleicht aber auch Affen. Nicht so plündern. Also nein, Affen seid ihr nicht. Ihr seid ja Reptilien, aber ihr wisst, was ich meine. Sogar noch zwei. Da ist nichts zu holen. Die Hälfte von euch ist echt falsch positioniert. Also das. Ich sehe das gar nicht, wo ich gerade drauf stehe. Der Sand aus dieser Position gerade heraus, die kennt man gar nicht. Ich dachte, der ist da irgendwie, da wird's runtergehen. Sieht ja auch krank aus. Auf jeden Fall gibt's hier Loot. Deswegen komme ich her. Ring der Erleuchtung, Erzhaut und Macht. Das ist gar nicht mal so schlecht.
haben wir die jetzt wenigstens abgeschlossen. Die Vollpfosten. Ah, jetzt sieht man das hier auch wieder ein bisschen. Ist ein bisschen komisch. Da ist der schwarze Troll. Na, das wird ja ein Spaß. Und die Höhle nicht zu vergessen. Aber das ist doch... Das ist doch alles wert hier. Na, irgendwie die Kombination aus dem Nebel und dem Untergrund lässt den Boden irgendwie sonderbar wirken, als wäre er fast gar nicht vorhanden. Ich meine, hier geht's ja noch, aber da hinten sieht man es ja kaum noch. Wie dem auch sei, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir uns weiter, auch am schwarzen Troll. Da hinten waren ja auch noch Ruinen und dann gucken wir mal, was in der Höhle drin ist. Und dann schauen wir mal, was wir hier in diesem riesigen, spaßigen Gebiet noch alles finden werden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.